7 Tage ohne Kaffee. Und ohne Kuchen und ohne Kekse. Komm, also nur Kaffee oder Nur Koffein? Wasser. Nur Wasser. Das schaffst du nicht. Was würde dich so richtig aus deiner Komfortzone bringen? Meine Aufgabe ist, eine Woche lang kein Kaffee, kein Kuchen, keine Kekse. Auch nicht cheaten mit Tee, mit schwarzem Tee oder Grüntee. Keine Ahnung, was noch nervig, wenn man keinen Kaffee hat. Habe ich genug Kaffee? Nervt das. Um nur zu testen, ob das scheiße ist oder nicht. Meine Aufgabe ist, eine Woche lang kein Kaffee, kein Kuchen, keine Kekse, kein Koffein aus Tee. Ja, also keine heilige Dreifaltigkeit aus Kohlenhydrate, Fett und Zucker, die mich irgendwie durch den Tag bringen können. Und ich werde versuchen, nur Kräutertees, Früchtetees zu trinken und halt stilles Wasser, keine Softdrinks. Also, was will ich herausfinden? Ich will natürlich wissen, wie das ist. Ich will wissen, wie ich darauf reagiere. Und ich will wissen, ob ich es schaffe. Einerseits bin ich ziemlich stur. Das heißt, ich werde auf jeden Fall versuchen, dass ich das durchziehe, diese eine Woche. Und ich glaube nicht an diese ganzen Mythen. Ja, dann kriegst du Kopfschmerzen und so. Ich liege jetzt mit Kopfschmerzen auf dem Sofa. Also, da hast du so einen richtigen Entzug. Glaube ich nicht. Gestern hatte ich die Todeskopfschmerzen meines Lebens. Aber ich will natürlich wissen, ob ich wirklich abhängig bin und was sich für mich verändert, wenn ich statt 3 bis 15 Tassen einfach gar keine mehr trinke. Ich glaube, ich bin kurz vorm Heulen. Warum mache ich das? Man könnte meinen, nur die dümmsten Fische schwimmen gegen den Strom, aber manchmal ist der härtere Weg eben doch der lohnenswertere. Man lernt was über sich selber, man sieht, wozu man in der Lage ist, dass man Sachen schaffen kann, die man sich vielleicht doch nicht zugetraut hätte. Und das finde ich immer ganz spannend und mache ich sehr gerne. Also würde mich mal interessieren, was würde euch so richtig aus eurer Komfortzone rausbringen? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Es gibt so viele Momente, in denen wir denken, ach, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich glaube, wir schaffen mehr, als wir uns zutrauen. Ich erwarte natürlich, dass ich irgendwie schlechte Laune habe. Scheiße. Ich glaube, am Anfang starte ich noch ziemlich gut rein, aber irgendwann wird so ein Tief kommen. Wir haben es gleich erstmal 11 Uhr und ich habe schon mein erstes Tief. Und da wird das Durchhalten schwierig. Ich werde, glaube ich, sehr häufig Gedanken haben, ob ich nicht doch einen kleinen Weg finde, wie ich doch an meinen Koffein und meinen Kuchen komme. Wie auch immer, wenn mir einer sagt, ich glaube, du schaffst das nicht, dann denkt mein Gehirn natürlich, Moment. Das wollen wir doch erstmal sehen. Und nebenbei werde ich natürlich versuchen herauszufinden, ob diese ganzen Mythen, die über Kaffee existieren, ob die wirklich wahr sind und was da tatsächlich der Fall ist. Zum Beispiel, sind Koffein und Tein eigentlich das gleiche? Ist Koffein wirklich gesundheitsschädlich? Und wenn ja, keine Ahnung, ab der wievielten Tasse vielleicht? Nur damit ihr mal die Dimension der Sache begreift, in meinem Schrank hier befinden sich immer diverse Dosen Kaffee. Hier unten in den Boxen ist auch noch mal ein eigener Kaffeevorrat. Wenn ich keinen Kaffee zu Hause habe, gehe ich abends auch noch mal los in den Supermarkt, weil es zu den unangenehmsten Situationen in meinem Leben gehört hat, wenn ich aufgewacht bin und dachte, Scheiße, ich habe keinen Kaffee mehr. Und ich glaube, ich werde vielleicht morgens manchmal in diesen Schrank gehen und einfach ein bisschen an dem Schrank riechen, weil das so gut nach Kaffee riecht. Und dann werde ich mir stattdessen irgendeinen Tee ohne Koffein, also ohne Tein machen. Um das Ganze durchzuziehen, habe ich natürlich mir vorgenommen, einigen Leuten davon zu erzählen. Unter anderem als erstes natürlich Henning, weil Henning der größte Anti-Kämpfer gegen Kaffee ist auf diesem Kanal. Natürlich dokumentiere ich das, das heißt, ihr seid dabei und deswegen, ja, fällt es dann auch schon ein bisschen schwerer, überhaupt irgendwie zu cheaten oder so, weil man das natürlich auch dokumentieren möchte. Und ich werde mehreren Leuten davon erzählen, die mich und meinen Kaffeekonsum kennen und deren Reaktionen dokumentieren. Jeder, der meinen Kanal kennt, der mich kennt, weiß, dass das vermutlich so die mieseste Aufgabe ist, die man auswählen kann. Wenn wir uns nächsten Sonntag treffen, wird etwas anders sein. Ich Pa, muss hast du die für. Haare ab? Nee, schön wär's. Ich sehe auch top aus, ist egal.
Nee, wir müssen für dieses YouTube Next Up, wir haben da ein Videoprojekt gruppenweise mit den Leuten, die da noch dran teilnehmen. Und bei mir haben sie sich ausgesucht, dass ich 7 Tage lang auf Kaffee, Kekse und Kuchen verzichten muss. Und das, ah, okay. Ich habe Coa Wach da, das ist auch so koffeinhaltiges Kakaopulver. Ich habe schwarzen Tee da und ich habe auch Mate-Tee da. Ja, darf ich dann alles nicht. Nichts mit Tein, nichts mit Koffein. Also ich habe auch schon mal irgendwie lange Zeit keinen Kaffee getrunken. Habe aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas anders ist. Ja, ich hoffe natürlich, dass das so wird. Aber ich befürchte, dass ich morgens mehr Schwierigkeiten haben werde. Es passieren so Sachen wie, es war letzte Woche so, um 22.15 Uhr entdecke ich, dass noch eine halbe Thermoskanne Kaffee in der Küche steht. Und dann habe ich die einfach komplett weggezogen innerhalb von 30 Sekunden und bin schlafen gegangen. Das ist quasi alles, was mich am Laufen hält, was mich durch den Alltag bringt. 7 Tage lang auf Kaffee zu verzichten und auf Kekse und Kuchen. Niemals! Niemals. Ich sehe dich schon heimlich deinen Kaffee schlürfen. Und da hängt dann so ein Faden raus aus der Tasse von so einem Teebeutel, aber da ist gar kein Teebeutel drin. Und oben ist am besten so ein Deckel drauf und du hältst es immer so zu. Ja, ja, ganz leckerer Tee, ganz leckerer Tee. Ja, ich habe schon gesagt, ich werde zur Sicherheit alle Kaffeevorräte sammeln und sie Henning ins Büro bringen, dass er sie in seinem Schrank einschließt. Okay, gut, dann könnte das eventuell klappen. Aber warum musst du mir das über die Kamera sagen? Ja, damit ich den Ton aufnehmen kann, was du sagst, weil das ins Video kommt. 7 Tage lang auf Kaffee zu verzichten, nicht nur das, sondern auch Kuchen und Kekse. Eine Woche lang. Oh nein. Oh, ja, okay. Dann frohes Schaffen dabei. Das wird sehr toll, glaube ich. Kauf dir ganz viel Schokolade und Tee. Nee, darf ich ja nicht. Und? Ich darf, also, wieso? Keine Süßigkeiten, sagen wir es mal so, ne? Ach du nein. Und Tee auch nicht, wegen Tein. Ja, und bist du die Woche über alleine oder musst du die mit anderen Menschen verbringen? Guten Morgen zu Tag 1 ohne Kaffee. Der Morgen war, sagen wir mal, etwas zäher, aber nicht unfröhlich. Und statt Kaffee trinke ich Leitungswasser. Das ist auch schon mein, ich glaube, 3. Glas. Ich fühle mich nicht so wach. Aber vielleicht kommt das noch. Ich habe meine ganzen Kaffeevorräte zusammengepackt. Und zwar hatte ich noch 2 komplette Pakete Bohnen und eine Kaffeedose. Die packe ich jetzt in den Beutel. Und dann nehme ich die mit ins Büro. Und dann kann Henning die einschließen. Damit ich nicht zwischendrin doch dran gehe. Bevor ich Henning im Büro gefunden habe, habe ich noch meinen anderen Kameramann gefunden und der weiß das auch noch nicht. Okay, jetzt bin ich richtig gespannt, was jetzt bei dir kommt. 7 Tage lang zu dokumentieren, was passiert, wenn ich keinen Kaffee trinken darf, keine Kekse und keine Kekse. Weißt du, wer sich das ausgedacht hat? Ja. Ich. Für mich wurde sich ausgewählt, dass ich 7 Tage lang keinen Kaffee trinken darf, gar nichts. No, nichts mit Koffein, nichts mit Tee, kein Kuchen, keine Kekse, um das Koffeinkoma zu überbrücken. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Es ist bestimmt für deinen Körper in erster Linie gut, aber die wissen ja bestimmt auch, dass wir auch so miteinander arbeiten müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich der Kaffee- und Koffeinentzug so auf dich... Ich bin heute Morgen schon ohne Kaffee aufgestanden, ne? Ich hatte noch keinen. Ja, ja, Tag 1 ist gut. Ich bin fröhlich. Noch. Tag 1 ist gut. Achso, und ich habe mir natürlich Strategien zurechtgelegt, um das zu schaffen. Und zwar habe ich meine ganzen Kaffeevorräte eingepackt und habe sie mitgebracht. Und du musst sie einschließen. Ich? In den Stahlschrank, damit ich nicht heimlich da dran gehen kann. Und das ist alles? Dass ich die, ja, das ist alles. Okay. Dass ich auf jeden Fall die Challenge schaffe, weil ich bin stur und habe mir natürlich vorgenommen, dass ich die auf jeden Fall schaffe. Willst du noch mal riechen? Ja, einmal an der Dose bitte.
riecht das jetzt Leben. Jetzt ist es vorbei. Das passt ja da gar nicht rein. Also hier, ne, mein Tee. Da ist auch Tein drin, ne? Tein und Koffein, das ist jetzt nicht so riesig. Ja, wie oft trinke ich mal einen Tee? So. Zack. Genau gucken, wo der den Schlüssel hinlegt. Oh Mann, ey. Wir haben es gleich erstmal 11 Uhr und ich habe schon mein erstes Tief. Richtig fies. Ich bin müde. Es fällt schwer, sich zu konzentrieren. Oh Gott. Ich glaube, ich fange mal mit so einem Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzer Pfeffer an. Sag mal, ich sehe gerade hier, der Westerkamp hat schon wieder den Kakao reingeschmissen. Kauft mal endlich einen eigenen Mülleimer. Oder hol dir einen vom Flur, da stehen noch 8. Falls ihr jetzt denkt, da wäre dann vielleicht doch irgendwie schwarzer Pfeffer oder so drin, hier ist die Inhaltsliste. Kein schwarzer Tee. Kurzes Update. Ich habe die Mittagspause dafür genutzt, um Schokolade vorzubestellen für nächste Woche, wenn ich wieder welche esse. Und der Tee ist zu einem Drittel leer. Hat keinen reißenden Absatz gefunden. Ja, und während die Mittagspause noch läuft, scrolle ich die ganze Zeit durch irgendwelche Posts, wo sich Leute Tipps geben, wo man hier Kuchen kaufen kann. Wenn du auch Kaffeetrinker bist und merkst, dass der Struggle in diesem Video real ist, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Auch wenn ihr vielleicht mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskomme und Sachen mache, ja, challenge-artige Dinge, die mich so ein bisschen ins Straucheln bringen. Der nächste Tee ist schon unterwegs. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr müde. Auf der Arbeit dachte ich schon, ich schlafe ein. Gegen 2 Uhr habe ich Kopfschmerzen gekriegt. Das heißt, es sind gerade mal 24 Stunden nach der letzten Tasse Kaffee. Juhu! So, ich liege jetzt mit Kopfschmerzen auf dem Sofa. Man fühlt sich auf jeden Fall sehr antriebslos und benebelt. Also so langsam und wie in so einer komischen Wolke. Ist Koffein jetzt das gleiche wie Tein oder nicht? Und ist Koffeinkonsum wirklich ungesund? Ich fühle mich so ein bisschen verkatert. Angeblich liegt das an diesem Adenosin. Tag 2. Gestern hatte ich die Todeskopfschmerzen meines Lebens. Das fühlte sich an, als hätte ich eine Woche lang eine Kneipentour durchgezogen und hätte die Kopfschmerzen ausbaden müssen. Das heißt, ich habe irgendwann sehr spät gegen Abend dann 2 Kopfschmerztabletten genommen. Und habe aber darauf geachtet, dass es welche ohne Koffein sind, weil ich gelernt habe, dass in Kopfschmerztabletten tatsächlich Koffein zum Teil verwendet wird, um Kopfschmerzen zu bekämpfen. Heute geht's. Ich bin früh schlafen gegangen. Bin auch gut aus dem Bett gekommen. Fühle mich nicht so müde wie gestern. Vermisse aber Kaffee und Kekse und Kuchen. Statt Kaffee gibt's Tee. Gestern auch schon den ganzen Tag. Natürlich ohne Tein, also alles nur so Kräutertees und so. Macht aber nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt. Ich frage mich, wie Henning das schafft, den ganzen Tag von Wasser und Softdrink zu Softdrink zu wandern und ab und zu mal zu einem Tee. Ich trinke ja sonst auch Tee. Ich trinke halt nur Tee, Kaffee, Wasser. Aber Kaffee macht schon die Hauptgetränkequelle bei mir aus. Was trinkt ihr denn hauptsächlich am Tag? Schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Ja, und natürlich muss man durch diesen ganzen Tee auch ständig auf Toilette. Weiß ich nicht. Mein Körper hat sich an den Kaffee gewöhnt, scheint mir. Also ich muss mir irgendwie was anderes überlegen, wie ich dann das Ende der Woche hier angemessen feiern kann. Nämlich mit Kaffee, Kuchen, Keksen. Ich werde hier richtig auffahren. Ich hasse es. Ich hasse es. So, und jetzt denke ich natürlich die ganze Zeit bei diesen ganzen Unannehmlichkeiten, die mir diese Challenge einbringt, dass ich gerne auch eine Challenge für Henning hätte.
Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Challenge ihr sehen wollt, dass Henning die macht. Welche Challenge soll Henning machen, um aus seiner Komfortzone rauszukommen? Dank des Schneechaos, das gerade über Deutschland hereingebrochen ist, werden Henning und ich uns heute und die ganze Woche auch nicht zum Dreh treffen wie geplant. Aber es bedeutet auch, Henning muss mich nicht ertragen auf Koffeinentzug. Und so ein bisschen bin ich froh für ihn, weil er hat, glaube ich, nicht ohne Grund Angst davor gehabt. Aber andererseits ist es ein bisschen schade, weil jetzt muss nur ich mich ertragen. Im Rahmen dieser Koffein-Challenge habe ich natürlich nachgeguckt, ob deine Behauptung stimmt, dass übermäßiger Kaffeekonsum ungesund ist. Ist es nicht. Und das Video verlinke ich auch als Quelle übrigens unten in der Infobox. Hat vor 6 Tagen erst NDR Wissen untersucht. Das ist nur dann gesundheitsschädlich, wenn du merkst, dass dein Herz unregelmäßig schlägt oder du Herz-Kreislauf-Probleme davon kriegst. Sonst gibt es kein Problem. Es zählt noch nicht mal als offizielle Droge, weil es die Kriterien dafür nicht erfüllt. Du hast jetzt damit angefangen und vor 6 Tagen ist zufällig ein Video rausgekommen, das das widerlegt. Ja. Zufällig? Ja, genau. Warum, wie funktioniert das jetzt, dass man denkt, so, das macht abhängig, warum kriegt man Kopfschmerzen? Und zwar blockiert Koffein Rezeptoren im Gehirn, sodass das Adenosin nicht da andocken kann. Und das Adenosin sagt, eigentlich ist quasi der Typ, der Feierabend ruft im Gehirn. Und die Arbeiter kriegen halt die Message nicht, dass jetzt Feierabend ist, wenn Koffein davor ist. Das heißt, die arbeiten einfach weiter. Und jetzt versucht dieses Adenosin einfach andere Türzugänge zu finden, um den Leuten zu sagen, Leute, es ist Feierabend, hört mal auf zu arbeiten. Und deswegen braucht man immer mehr Koffein, um dieses Adenosin davon abzuhalten, in der Zentrale Bescheid zu sagen, dass die Arbeiter Feierabend machen sollen. Wenn man halt den Kaffee weglässt, werden diese Rezeptoren nicht mehr blockiert und dann kann das Adenosin halt überall dran und überall Bescheid sagen, Feierabend. Das heißt, man ist ständig müde und kriegt halt im Gehirn sehr viel das Signal, man solle jetzt mal Feierabend machen. Und das andere Ding ist, Koffein und Tein sind sich sehr, sehr ähnlich. Und wenn du Tee trinkst statt Kaffee, nimmst du viel, viel mehr davon zu dir. Das heißt, es ist eigentlich sehr viel schlimmer, Tee zu trinken als Kaffee. Kurze Aufklärung. Koffein und Tein sind das gleiche. Es ist nur ein anderer Name, je nach Vorkommen. Und ja, es kommt quasi vom Prozentanteil mehr Koffein-Tein in Tee vor als in Kaffee. In Kaffee sind wir ungefähr bei 2%, bei Tee 1-5%. Aber man braucht, um eine Tasse zu brühen, Kaffee oder Tee, sehr viel weniger Gramm. Ich glaube, bei Kaffee sind es ungefähr 30-50 Gramm und bei Tee sind es 15 Gramm eher so. Deswegen nimmt man weniger Koffein zu sich, wenn man eine Tasse Tee trinkt, als wenn man eine Tasse Kaffee trinkt. Kann ich unterschreiben, aber ich muss dazu auch sagen, wie oft trinke ich denn Tee? Aber Softdrinks trinkst du jeden Tag. Und Kakao. Ja. Kakao enthält extrem viel Zucker, deine Softdrinks enthalten sehr viel Zucker. Das heißt, du pushst dich durch den Tag nur andersrum. Seit bestimmt 5 Jahren trinke ich nur noch Zero. Okay. Da ist kein raffinierter Zucker drin. Dann halt der Kakao. Mit dem Kakao kriegen wir... Jetzt sagen wir auf dem letzten Rum, was ich noch hab, ne? Genau. Ich hab ja auch keine Kekse und keinen Kuchen, das heißt... Es ist schon hart. Es ist schon sehr hart, weil das ist so alles, was mich so am Laufen gehalten hat über den Tag, ist jetzt halt weg. Stattdessen kann ich Tee trinken und ich muss jetzt immer ein Nachmittagsschläfchen machen um 17 Uhr. Von 17 bis 20 Uhr muss ich mal schlafen. Und mir ist aufgefallen, dass ich, wenn das Experiment endet, dass ich gar nicht mehr ins Büro komme. Das heißt, mein ganzer Kaffeevorrat, selbst wenn ich schon wieder Kaffee trinken kann, ist dann bei dir im Büro. Ist trotzdem weg. Ja. Tja. Mit Kaffee und Tee sind jeweils eigene Vorteile verbunden. Kaffee hilft gegen Alzheimer und Gicht oder vorbeugend, wirkt ja vorbeugend. Und Tee kann helfen, den Zahnschmelz zu bewahren, weil da Fluorid enthalten ist. Und was war's noch? Tja, so vergesslich wie ich bin, könnte man meinen, ich trinke mehr Tee als Kaffee. Und zwar hilft Tee gegen, oder schützt, hilft die Gefäße zu schützen. Manche sagen auch, das hilft Krebs vorzubeugen. Aber nur, wenn man jetzt den schwarzen Kaffee zum Beispiel nicht mit Milch trinkt, denn das hebt die Wirkung wieder auf. So, haben wir's. Halbzeit. Kleines Zwischenfazit. Wir haben heute Tag 4 von 7.
Und bis auf diese regelmäßigen Nachmittagsschläfchen, ab und zu mal so leichte Kopfschmerzen, Todeskopfschmerzen und dieses, sagen wir mal, gedeckelte, gedrosselte Energielevel, fühle ich mich ein bisschen ausgeglichener und weniger so in die Höhen gepitcht, wenn es irgendwie um Aktivität geht. Ich vermisse Kuchenkekse extrem, aber Kaffee noch mehr. Also ich glaube, ich könnte eher auf Zucker, Kaffee, Kekse verzichten als auf Koffein. Ich habe zwischendrin auch wirklich überlegt, ob ich mir nicht einen Kaffee machen soll. Aber ich will das natürlich durchziehen. Ich werde es feiern. Aber vermutlich wird sich mein Kaffeeverbrauch, Koffeinkonsum reduzieren. Also ich denke, ich werde nicht mehr 15 Tassen am Tag oder so schaffen, sondern ein bisschen weiter unten und auch ein bisschen weniger auskommen. So, heute ist Tag 5 der No Coffee und No hier Zucker, Kuchen, Kekse Challenge. Es geht mittlerweile ganz gut. Ich kriege mich mit anderen Sachen durch den Tag. Habe auf jeden Fall gemerkt, wie wichtig Pausen sind und wie sehr ich damit einfach versuche, mit Kaffee, mit Koffein, mit Zucker mich durch diese Pausen durchzupushen und einfach doch die mit Arbeit noch weiter zu füllen. Ich glaube, ich weiß schon, was für ein Fazit ich ziehe bei der Challenge. Jetzt geht's erstmal eine Runde raus. Ich habe nämlich den Vormittag frei. Gleich geht's weiter im Homeoffice. Bis heute Abend durch mit Arbeit. Aber genau, und jetzt gehe ich erstmal raus, weil schöne Sonne und ich war noch nicht einmal draußen diese Woche für andere Sachen außer Erledigung. Und deswegen muss das jetzt mal sein, dass ich das einmal genieße. Eine halbe Stunde und dann. Zwei Zuschauer haben uns ein Paket geschickt und was war in dem Paket? Kaffee! Ich werde es noch die zwei Tage bis Sonntag durchhalten, aber einmal dran schnüffeln und wieder fühlen, wie es sein kann, wenn Kaffee im Haus ist. Diese Spende kommt so gelegen. Ich habe mich noch nie so sehr auf Kaffee gefreut. So, der große Tag ist gekommen. Ich bin im Büro und Henning schließt gerade die Vorräte auf. Sicher, dass du das möchtest? Ja. Das ist klemmt. Tja, schade. Schade für uns alle. Ich habe wunder nichts davon getrunken. Da. Riecht noch genauso gut wie vorher, wie vor einer Woche. Okay, Zwischenfazit. Ich habe gemerkt, ich benutze Kaffee und die heilige Dreifaltigkeit aus Fett, Zucker, Kohlenhydraten, um mich durch den Tag zu pushen und meine Pausen nicht wahrzunehmen. Und das ist die Lektion aus dieser Kaffee-Challenge, Kaffee-Zucker-Challenge. Ich werde häufiger mal den Kaffee weglassen, wenn ich merke, ich werde müde und tatsächlich eine Pause machen. Erste Tasse. Ja, schmeckt immer noch gut. Und so schnell verändert sich das nicht. Also ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass Kaffee in der Lage ist, sowas mit mir und meinem Kopf zu machen, dass ich denke, ich hätte eine Woche lang durchgesoffen oder so. Das war schon ziemlich krass. Ansonsten merke ich, wie sehr ich Kaffee und Zucker benutze, um mich leistungsfähig zu halten über den Tag. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie widerwillig wie so ein alter Esel sage, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, dann trinke ich halt eine Tasse Kaffee oder esse einen Keks. Das ist auch gar nicht so schlimm, wenn man irgendwie die Menge und den Konsum im Blick behält und ab und zu mal nochmal die Gegenprüfung macht, was für eine Funktion erfüllt das eigentlich für mich gerade und sollte ich das mal, ja, ab und zu mal wieder aussetzen und mir vielleicht eine gesündere Strategie suchen. Und ich mag Kaffee. Mag ich einfach. So, ich bin nicht die Einzige, die eine Challenge bekommen hat. Und zwar haben meine Kolleginnen aus meiner Gruppe von YouTube NextUp, ich habe noch drei andere Frauen mit, drei andere Kanäle mit in meiner Gruppe, die haben jeweils auch eine Challenge bekommen, die sie aus ihrer Komfortzone rausbringen soll. Da ich nicht weiß, auf welcher Seite ich dieses Video verlinken kann, hebe ich einfach mal beide Hände. Ihr werdet sie schon finden. Da seht ihr, was meine Kolleginnen tun mussten. Und sie haben es auch eine Woche lang dokumentiert, wie es lief. Auf jeden Fall hoffe ich, es inspiriert euch, vielleicht die eine oder andere Sache in Angriff zu nehmen, die euch aus eurer Komfortzone rausbringen würde. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was das bei euch wäre, was ihr gerne, wo ihr gerne mal wissen würdet, ob ihr das schafft und irgendwie Bock drauf hättet, aber ihr wisst, oh, das wäre unangenehm oder das fände ich anstrengend oder da habe ich irgendeine Scheu vor.
würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann, der diese Videos schneiden wird, ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder. Und dann erfahrt ihr auch, ob ich jetzt mit dem Kaffeekonsum aufgehört habe oder ob ich nächste Woche weiter trinke.